Für die FDP-Fraktion der Abgeordnete Oliver Kombatzki. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben die Debatte über die Kernenergie vor einigen Monaten schon mal hier in diesem Hohen Hause diskutiert. Und ich habe damals den bemerkenswerten klugen Satz gesagt, jede Kilowattstunde zählt. Und dabei bleibe ich. Jede Kilowattstunde zählt. Und wir müssen auch gerade jetzt in einer Energiekrise alle zur Verfügung stehenden Energiekapazitäten nutzen. Und die Energie, meine Damen und Herren, die muss bezahlbar bleiben. Und die Energie muss eben auch dazu führen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Die muss gewährleistet werden und dazu gehört eben meiner Meinung nach auch das Thema Kernenergie. Und meine Damen und Herren, kein Land der Welt würde in einer so schweren Energiekrise ohne Not funktionierende Kernkraftwerke vom Netz nehmen. Und Deutschland steht mit so einer Maßnahme ziemlich alleine da. Schauen wir uns doch mal an, was in den letzten Monaten passiert ist. In Belgien beispielsweise, dort wurde die Laufzeit von 2 Reaktoren um 10 Jahre verlängert. Diese werden jetzt renoviert und erneuert. Oder Frankreich, das übrigens ja auch schon wieder nach Deutschland Atomstrom exportiert, baut sogar noch bürokratische Hürden ab, um den Ausbau der Kernkraft zu beschleunigen. Und selbst in Japan möchte man nun neue Kernkraftwerke bauen und so das Land auf mögliche Krisenszenarien vorbereiten. Und meine Damen und Herren, die Energiekrise, die wird nicht Mitte April 2023 beendet sein. Wir müssen uns natürlich auch mit der Frage beschäftigen, was ist mit dem nächsten Winter? Denn der kommt garantiert. Und wir haben vor einigen Monaten dann ein Machtwort des Bundeskanzlers erlebt. Er hat seine richtige Kompetenz genutzt und die 3 bestehenden und laufenden Kernkraftwerke da die Laufzeit verlängert. Aber auch diese Aussage, dass es eben nur bis April geht, muss auf den Prüfstand. Und das sieht nicht nur die FDP so, das sieht mittlerweile auch die Union so. Und das finde ich auch begrüßenswert. Und das sieht die Union eben auch nicht nur in Berlin so. Da machen sie ja gerne den lauten Max. Aber Sie sehen jetzt ja auch hier, jetzt in Schleswig-Holstein, die Laufzeitverlängerung der Kernenergie sehen Sie positiv. Da gab es ein Pressestatement von Ministerpräsident Daniel Günther kurz vor Weihnachten. Das war ein nettes Weihnachtsgeschenk, was er seinem grünen Koalitionspartner da vor den Weihnachtsbaum geschoben hat. Aber da man Weihnachtsgeschenke auch annehmen sollte, wollen wir Ihnen heute mit unserem Antrag die Möglichkeit geben, dieses Geschenk auch anzunehmen. Und ich fand übrigens ausgesprochen nicht nett oder ausgesprochen unfreundlich, fand ich das Statement von Minister Tobias Goldschmidt, der ja die Aussagen seines Ministerpräsidenten mit den Worten abkanzelte, das sei eine Debatte von gestern. Ich meine, Braunkohlewerke jetzt massiv wieder hochzufahren, das, Herr Goldschmidt, das ist eine Debatte von gestern. Aber diese grüne Schizophrenie in der Energiepolitik, in Kernenergie abzuschalten, Braunkohlekraftwerke hochzufahren, das haben wir nicht zuletzt auch in Lützerath gesehen bei den Protesten dort. Ich bin ja der Meinung, man sollte diese Proteste, die wir da in Nordrhein-Westfalen erlebt haben, auch mal zum Anlass nehmen, über die Ausstiegsreihenfolge zu debattieren und eben die Ausstiegsreihenfolge zu ändern in Richtung Verlängerung der Kernkraftwerke und eben die schmutzigen Kohlekraftwerke abzuschalten. Wir haben, wie gesagt, jetzt die Chance mit unserem Antrag, gerade die Union hat die Chance, mit unserem Antrag den Worten ihres Ministerpräsidenten auch Taten folgen zu lassen. Wir betonen mit unserem Antrag die Notwendigkeit einer sicheren, bezahlbaren und klimafreundlichen Energieversorgung, sprechen uns für eine Laufzeitverlängerung über den 15. April 2023 aus. Und damit sich eben auch gerade Daniel Günther, der auch hier stimmberechtigt ist, nicht nur via Interview stark machen kann, sondern eben auch hier im Landtag und später dann auch im Bundesrat, lade ich Sie herzlich ein, hier heute unserem Antrag zuzustimmen. Denn, meine Damen und Herren, wir brauchen eine Laufzeitverlängerung. Wir sollten dafür auch keine Zeit verlieren, denn jede Kilowattstunde zählt. Vielen Dank. Thank you.